600, 1033, 1316. So. Das geben wir gleich Zack, damit er ein bisschen Taschengeld hat. Und ich glaube, wir sind schon ziemlich nah dran am Ende. Also ich weiß, man musste eigentlich nur die Maschine aktivieren. Und dann kam coole Technomusik. Das ist schon eine Weile her. Genau hier. Da hoch. Benutze Hebel. Klack. So, gib Ticket zu Zack. Wechsle zu Zack. Ah, ich hab. Okay. Ich weiß, wie es weitergeht. Das hat nichts mit dieser doofen Werbung zu tun. Nimm ab. Nimm ab Nasenbrille. Nimm ab Hut. Zieh an Taucheranzug. Ist unangenehm eng. Das ist mir egal, Zack. Hör auf zu jammern. Zieh an Sauerstofftank. Zieh an Goldfischglas. Benutze gelben Kristall. Und jetzt können wir nach Atlantis teleportieren. Nein. Okay. Benutze Goldfisch. Ah, Dichtungsband. Mit Dichtungsband. So. Benutze. Gelben Kristall. Gashan. Nichts passiert. Och, Menno, das war eine richtig gute Idee. Ich dachte, wir könnten uns da nicht hin teleportieren, weil wir halt, ne? Weil da keine Atmosphäre ist oder Wasser oder was auch immer. Vielleicht ist es auch gar nicht Atlantis, sondern ist das ein Teleporter zum Mars. Und mit dem Outfit, wir haben keine Handschuhe. Mit dem Outfit können wir nicht zum Mars. Unsere Hände würden das nicht so wirklich gut mitmachen. Glas abgedichtet. Haben wir irgendeine Möglichkeit, Handschuhe herzubekommen? Hut, Nasenbrille, Taucheranzug, Drahtschere, Gitarre. Nee. Mist. Wenn wir jetzt benutze blauer Kristall mit Kandelabra. Benutze gelber Kristall mit Kandelabra. Stell ich mal dahin. Benutze Schalter. Wechsel zu Annie. Benutze Schalter. Mal gucken. Es klappt irgendwie nicht. Weil halt eins fehlt, okay. So, wenn du jetzt weggehst, dann klappt das wieder runter. Nee, dann nimm bitte wieder. Nimm gelber Kristall. So, nimm blauer Kristall. Ich weiß, Zack muss auf den Mars. Das sieht man allein schon in seinem Outfit. Er muss auf den Mars. Wie kriegen wir Zack auf den Mars? Wir haben Teleporter, aber die bringen uns alle nicht zum Mars. Benutze gelber Kristall. Da sind wir. Da können wir nicht hin. Da ist ein totes Eichhörnchen. Da ist ein dunkler Raum. Und was war hier? Ja.
Hier ist nichts, was er machen könnte. Da ist ein Fenster, aber da wird er sich nicht rausstürzen. Benutze Plattform. Nee. Okay, speichern wir nochmal ab. Speichern. J. Benutze gelber Kristall. Ägyptische Bombe. Also, ich probiere jetzt noch eine Sache aus. Und sonst brauche ich erstmal eine Kaffeepause. So, wir gehen jetzt nämlich mit einem Taucheranzug und einem Fischglas auf dem Kopf mit Dichtungsband und allem zur Sphinx und versuchen es nochmal mit der Zeichnung. Aber wir spiegeln die Zeichnung einmal. Also einmal probiere ich sie so, wie sie ist. Wenn sie so nicht klappt, dann spiegel ich sie einmal. Wenn es so nicht klappt, dann drehe ich sie einmal. Wo geht's hier raus? Da geht's raus. So, das muss jetzt ganz schön heiß sein. Aber Zack ist ja ein harter, ne? Also, komm schon. Lauf durch die Wüste in deinem Taucheranzug. Da. Guck erstmal zu. Nee, guck erstmal zum anderen Bein. Beim anderen Bein war, glaube ich, nichts. Genau hier ist da irgendwas Neues aufgetaucht irgendwo. Nö. Geh zur Wüste. Geh zum Bein. Da ist die Zeichnung. Okay. Da geht's nicht weiter. Nein. Benutze gelber Buntstift mit seltsamen Zeichen. Wir können hier kein Ankh malen, richtig? Nee. Okay. Es geht nur das Ding hier. So, so, so. So war die Zeichnung vom Mars. Warte. So. Hat wohl nicht geklappt. Okay. Benutze gelber Buntstift mit seltsamen Zeichen. Das heißt, wir drehen das Ganze jetzt um 90 Grad und machen das dann nochmal. Wenn das nicht klappt, drehen wir es nochmal um 90 Grad und dann nochmal um 90 Grad, nochmal um 90 Grad. Und wenn das nicht klappt, spiegeln wir es und drehen es dann noch dreimal um 90 Grad jeweils. Ach. Artet in Arbeit aus. Tu weg. Und eigentlich müssten wir vom Spiel her ja auch wissen, was wir jetzt hier hinmalen müssen. Ich habe nur irgendwo irgendwas übersehen. Und keine Ahnung wo. Benutze seltsame Zeichnung mit gelber Buntstift. Da. Hat das jetzt vielleicht doch was mit unserer Mitgliedschaft da zu tun? Aber ich weiß nicht, was das bringt. Wo müssen wir die Karte abgeben? Beim Guru vielleicht? Oder beim Hexendoktor? Beim Schamanen? Benutze seltsame Zeichnung mit gelbem Stift. Oh, so. Ding. Warte, das ist schon das Ding, was wir aufgezeichnet hatten, oder? Wo ist meine Zeichnung? Ja. Also wenn wir es jetzt nochmal drehen, dann sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Das heißt, das bringt nichts. Ich drehe das Ding jetzt mal, also ich spiegel das Ding jetzt mal. Das heißt, wir fangen oben rechts an, gehen dann hier unten rum. Und dann hier und dann so. Dann so. Einmal gespiegelt. Hat nicht geklappt. Okay. Wenn ich jetzt dabei bin, dann kann ich es auch gleich dreimal drehen. Das heißt, wir drehen es jetzt um 90 Grad. Das heißt, es geht hier hoch. Weg. Es geht hier hoch, es geht darum. So. Ja. Nein. Benutze gelber Buntstift mit seltsamer Zeichnung.
Das heißt, jetzt ist hier der Eingang, da geht es durch, da geht es rum. So. Ja. Nein. Nee, gut. Letzter Versuch kommt jetzt, glaube ich. Darum, darum. So, das müsste der letzte Versuch sein. Von dem Muster, das ich mir überlegt habe. Nee, klappt nicht. Okay. Also. Es hat doch irgendwas mit der Fanclub-Karte zu tun. Wir müssen also jetzt irgendwo die Karte benutzen. Mir fällt ein, der Guru in Nepal, wobei nach Nepal zu kommen schweineteuer ist. Und wir haben da keinen Teleporter in der Nähe. Und der Schaman in Zaire. Wobei, der hat die Tür zugemacht. Ich weiß nicht, ob wir nochmal zu ihm reinkommen können. Ja. Nö. Fällt mir sonst nichts ein. Falls einer von euch einen dezenten Spoiler hat, nehme ich den dann auch gerne an. Weil jetzt hier 3, 4, 5 Folgen die ganze Zeit rumeiern und nichts schaffen. Vor allem auch immer wieder neu laden müssen, weil wir kein Geld haben für die Flüge. Wäre schon ein bisschen doof. Also sehen wir uns dann gleich wieder und ich habe hoffentlich eine Lösung für das Problem. Also bis gleich.